Ein letztes Huck. Winnetou und Old Shatterhand werden verboten wegen Rassismus. War doch klar. Denn den Indianer als solchen zu benennen, ist allein für sich schon ein schwerwiegender Anschlag auf die faschistoid verordnete politische Korrektheit und Etikette unserer Tage. Auf die Gefühle der Indianer. Unterwoken Boboblase, gegenderter, 20-geschlechtlicher GutmenschInnen. Denn Winnetou wäre eine allzu romantische Verklärung der damaligen Lebensrealität der indigenen Bevölkerung Amerikas. Denn erstens trug er keine Feder. Und Pierre Brice als Franzose samt Uschi Glas als Deutsche waren ja Vertreter der Sklavennationen, die Amerika mit ihrem an sich geschätzten Zuzug unterwandert und unterworfen haben. Gleiches gilt übrigens auch für Speedy Gonzales, der schnellsten Maus von Mexiko. Denn erstens sind die Mexikaner nicht schnell, darauf legen sie ja selbst Wert. Zweitens lassen sie sich nicht mit Mäusen vergleichen. Denn einen Menschen mit kulleräugigen, herzigen, kleinen Parasiten zu vergleichen, das geht gar nicht. Und dass Speedy Gonzales ausgerechnet aus Mexiko kommt, ist nicht bewiesen, sondern das Hirngespinst, das üble Hirngespinst eines weißen alten Rassisten aus den USA, der die Architektenpläne für Trumps Mauer zeichnete, sagt man. Dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbababas, denn sie sind eine Beleidigung für alle adipösen, sprich ausgefressenen Leiber unserer Tage. Und dicke Menschen mit Comicfiguren gleichzusetzen, ist die übelste Form des Mobbings, des Bodyshamings. Niklas, der Junge aus Flandern, steht übrigens auch ganz oben auf der Liste der verbotenen Schriften und Filme. Denn dass die Flandern Holzpantoffeln tragen, ist eine rassistische Verklärung, eine Stereotype des traurigen Lebensalltages der Flandern, die schon längst keinen Käse mehr essen, sondern sich in kultureller Aneignung nur von McDonald's ernähren. Das Tragen von Dreadlocks ist im Übrigen nur mehr direkten Nachfahren der transgegenderten Linie von Bob Marley vorbehalten. Heidi ist übrigens auch ein Klischee, und zwar ein zutiefst rassistisches, dass nämlich kleine Schweizer Vollweisen auf die Alm geschickt werden, ihren Großvater als Almöhe beleidigen, ist so richtig reaktionär. Wie auch im Übrigen jene Asiaten, die Mozart imitieren, oder jene linken Bobos aus Berlin und Wien, die sich im Sommer unsere Tracht kulturell aneignen, die Volksfeste und deren Zelte vollspeiben und so Klischees tradieren, dass die Landbevölkerung ein Haufen versoffener Radaubrüder wäre. Und wenn mir ein Schwarzer in Zukunft beim gemeinsamen Genuss eines Mohr im Hemd bei meinem Lieblingswirt begegnet, werde ich ihn als üblen Rassisten beschimpfen.